Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Patricks Zockerbude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Pickups. Eigentlich zur ersten regulären Pickup-Ausgabe in diesem Jahr. Ja, wir hatten schon eine An- und Verkaufstour, aber heute gibt es die Re eine reine Pickup-Folge. Und ich habe da einige Sachen heute für euch, die ich euch gerne zeigen möchte. Es ist so, dass es heute wirklich. Zum ersten Mal sind die Pickups, bestehen die überwiegend aus Nicht-Games. Aber ja, sind auch andere game-relevante Sachen dabei. Sagen wir es mal so, aber ja, seht am besten jetzt einfach selbst. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich mit dich anfangen soll. Ich habe die verschiedensten Sachen hier und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einem Game an. Also es kommen heute tatsächlich in dieser Pickup-Folge nur zwei Games. Und ich zeige euch mal eins hier. Ich war, ihr habt ja gesehen, ich habe Gameboy-Spiele gehabt in OVP, habe ich in einem An- und Verkauf gefunden. Und ich wusste, dass da noch mehr rumliegt. Und zufälligerweise war ich nochmal in Münster, war mit meiner Frau, weil meine Frau in der Stadt einen New Yorker Gutschein hatte, musste ich da hin, also sie musste hin, ich bin aber gerne mit. Und dann habe ich mir gedacht, guck doch nochmal in dem Laden, ob du da doch noch vielleicht ein Gameboy OVP Spiel findest, was du cool findest, was du gerne mitnimmst. Und dann habe ich mir doch tatsächlich noch ein Gameboy Spiel mitgenommen. Und zwar The Incredible Crash Dummies für den Gameboy Classic in OVP. Hat mich ein Zehner gekostet. Ja, ist nicht das allerbeste Spiel. Ist ein Jump'n'Run-Spiel ist nicht so schlecht, wie es viele immer sagen, reden. Auf jeden Fall die Super Nintendo-Version nicht. Die Gameboy-Version ist natürlich wahrscheinlich wieder sehr abgespeckt. Die könnte doch noch schlechter sein, aber die Super Nintendo-Version ist gar nicht so schlecht, finde ich, wie immer alle sagen. Und ja, man muss sich auch seine eigene Meinung bilden. Ne? Nur weil alle sagen, das Spiel ist schlecht, muss man es nicht auch schlecht finden. Ne? Aber ich finde es nicht so schlecht. Aber mit der Gameboy-Version weiß ich es natürlich nicht. Die wird abgespeckter sein. Und trotzdem geil, mal wieder ein OVP-Spiel, ne, für die Gameboy-Sammlung. Ich finde diese OVP-Spiele für den Gameboy, die sind echt schwierig zu finden, finde ich. Also schwieriger zu finden mal. OVP-Spiele von Nintendo, diese alten Pappsachen sind allgemein schwierig zu finden. In freier Wildbahn. Außer wenn man jetzt jemand ist, der bei eBay alles bestellt, dann ist es natürlich einfacher. Bei eBay kriegt man alles. Weiß ich auch. Aber wie ihr wisst, bin ich nicht so jemand, sondern eigentlich immer jemand, der sowas frei irgendwo finden möchte. In An- und Verkaufs, auf dem Trödelmarkt, wo auch immer. Und da findet man eher seltener OVPs in Pappe von Nintendo, die alten. Und was auch noch der Fall ist, muss man ganz klar sagen, ich finde, dass bei Gameboy-Spielen zwischen der OVP und dem Modul eine sehr große Preisschlucht immer ist. Ich finde zum Beispiel, guckt euch mal an, das ist jetzt Crash Dummies. Selbst da wird es wahrscheinlich ein bisschen teurer sein. Aber jetzt guckt euch mal an, wie viel kriegt ihr normales Super Mario Land als Modul und wie viel kostet das in OVP? Das ist so ein Unterschied. Gleiches für den zweiten Teil und gleiches gilt auch für viele, viele andere Gameboy-Spiele. Und da geht das wirklich weit auseinander, finde ich, beim Gameboy. Ja, das war aber jetzt nebensächlich. Ich habe mir auf jeden Fall dieses Crash Dummies geholt für den Gameboy. Ein Zehner habe ich bezahlt, was absolut super ist. Geht in meine Gameboy-Sammlung, ist ein Jump'n'Run-Spiel, super cool. Das war der erste Pickup. Ja, dann zeige ich euch doch noch mal was. Jetzt zeige ich euch mal was für eine Sammlung, ein Nebensammelgebiet von mir, was ich in den letzten anderthalb Jahren ein bisschen vernachlässigt habe, weil ich nämlich mehr Games gesammelt habe und mir geholt habe, habe ich dieses Sammelgebiet ein bisschen vernachlässigt, gehört aber auch zu meinen Lieblingssammelgebieten eigentlich. Und zwar, viele, die meinen Kanal länger verfolgen oder ja, die meinen Kanal länger verfolgen oder die Roomtour vielleicht gesehen haben oder auch alte Videos von mir kennen, die wissen, ich sammle auch alte Cartoon-Serien. Und ich habe gefunden, ich meine, ich habe 5 Euro bezahlt. Danger Mouse, eine alte Cartoon-Serie von früher, ist gebraucht, die DVD. Sind aber 2 DVDs drauf, also insgesamt 26 Folgen. Das ist aus den 80ern, ist das
so eine Cartoon-Serie, werden vielleicht viele noch kennen, lief auf ARD. Und Danger Mouse, ja, das ist so ein Geheimagent und so, ist auch mega witzig und so. Ist einfach richtig coole Cartoon-Serie aus den 80ern. Auf jeden Fall habe ich die günstig bekommen und habe ich die gerne mitgenommen. Ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr auch meine Cartoon-Serien wieder ein bisschen auszubauen und mir da noch einiges zu holen. Und das war quasi das erste. Danger Mouse, wer es kennt, schreibt es mal in die Kommentare, wer das noch kennt. Lief auf dem ersten und ist auf jeden Fall eine Serie aus den 80ern. Mega cool, Danger Mouse. Kommt aus England übrigens. Oder aus, auf jeden Fall aus UK, also aus Großbritannien. Ob es genau aus England ist, weiß ich nicht, ich glaube aber schon. Auf jeden Fall Danger Mouse bekommen. Richtig cool. Und auch aus einem anderen Verkauf übrigens. Und dann noch, auch von einem anderen Verkauf, und das war noch der noch coolere eigentlich. Ich habe bekommen The Real Ghostbusters, eine Box The Real Ghostbusters. Und die ist sogar noch sealed. Richtig cool. Wird aber nicht sealed bleiben, weil ich natürlich gucke. Das ist auch eine meiner. Das ist auch aus den 80ern. Das ist eine richtig geile Serie. Das ist eigentlich eine meiner Lieblings-Cartoon-Serien. Auch ein Ding, dass ich die noch nicht hatte. Aber jetzt habe ich sie bekommen, auch auf DVD. Und das ist, da gibt es zwei Boxen von. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Folgen hier insgesamt drauf sind. Auf jeden Fall, ja doch, 78 steht hier. 78 Folgen, ja. Also 78 mal 23. Da werden es 78 Folgen sein. Ich glaube, es gibt nämlich zwei Boxen, wo um die 120, 140 Folgen oder so gibt es insgesamt. Und ja, auf jeden Fall sind hier, gibt's, ist auf Deutsch und auf Englisch. Ich werde es natürlich auf Deutsch gucken, weil es einfach kultig ist. Und ja, erst die ersten 78 Folgen der Kultserie endlich auf DVD steht hinten drauf. Die Real Ghostbusters. Natürlich, ihr kennt natürlich die Ghostbusters-Filme. Und da sind halt die gleichen Charaktere bei, aber da brauche ich, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Leute, die meinen Kanal gucken, werden das kennen, die meisten. The Real Ghostbusters ist eine richtig geile Cartoon-Serie von früher. Ich freue mich, diese Box zu haben. Wie gesagt, es gibt noch eine zweite Box. Und diese Box, die ist gar nicht mehr so einfach zu finden. Also, gebt das mal ein bei eBay. Die werdet ihr nicht finden. Und zu so alten Cartoon-Serien, wer sich dafür interessiert, da kann ich euch übrigens den Kanal Stanleys Filmzimmer empfehlen. Guckt da mal rein, wenn ihr euch für alte Cartoon-Serien interessiert. Ja, The Real Ghostbusters, auch bekommen, richtig geil. Ja, da habe ich einen Zwanni für bezahlt. So, dann, ein Zwanni war übrigens ein super Preis. So, dann kommen wir zu was Game-Relevanten. Dann habe ich drei, nee, vier. Vier Club Nintendo-Hefte habe ich bekommen. Club Nintendo war ein Magazin, ich zeige euch direkt eins, war ein Magazin, was zu Nintendo gehörte, selbstverständlich, und was man anfangs konnte, man brauchte man, glaube ich, so eine Clubkarte oder so, konnte sich das dann im Spielwarengeschäft abholen. Da musste man aber Mitglied sein und später konnte man das auch gegen Geld, glaube ich, bekommen. Hier ist es ja, hier steht schon Preis drauf. Was ja aber früher hier, guckt mal hier. Nur für Clubmitglieder mit den kostenlos gegen den Coupon. Da musste man, nur wenn man Clubmitglied war. Ja, aber der Reihe nach. Da steht natürlich alles über Nintendo-Spiele drin. So, hier haben wir die Ausgabe 2 aus Jahrgang 5 von März 1993. Hier Mickey Mouse drauf, richtig geiles Spiel übrigens. Und da ist halt alles Mögliche drin. Da sind Leserbriefe drin. Oft sind auch noch die so Top-Listen drin, Spiele erklärt, so alle möglichen. Hier Mario Kart und sowas alles. Also diese Hefte richtig cool. Hab noch nicht viel davon. Ich hatte bisher drei und jetzt habe ich noch vier dazu bekommen. Einmal haben wir hier wie gesagt, die Folge hier. Ausgabe 2, März 1993, also Ausgabe 2 aus dem Jahr. Was haben wir noch? Auch richtig cool mit Wario drauf. Das ist von Juni 1994, die Ausgabe 3 aus dem Jahr 1994, Jahrgang 6, Ausgabe 3. Mit Wario Land drauf, richtig cool. Da noch eine von Kirby habe ich hier noch. Aus April 1994, Jahrgang 6, Ausgabe 2. Richtig cool. Ich sag euch, das ist auch Kindheit. Ich sag's euch, das ist echt Kindheit. Hier sogar noch ein Poster. Teilweise waren da auch Poster halt drin. Hier von Pac-Man 1 oder so. Richtig cool, in gutem Zustand. Jetzt habe ich vier neue Ausgaben davon. Richtig cool. Habe ich auch wieder ein Zwanni für bezahlt. Aber ja, 5 Euro pro Ausgabe ist schon happig, muss man sagen. Aber die findet man gar nicht mehr so oft.
Und ja, war es mir wert. Ich hatte einfach Bock drauf. Waren 4 Ausgaben, die ich alle noch nicht hatte. Jetzt habe ich insgesamt 7 und ja, muss man mal mitnehmen, ne? Und ich habe noch hier Juni 96, Jahrgang 8, Ausgabe 3. Da ist Pinocchio drauf. Ja, alles noch. Die meisten davon sind, glaube ich, Super Nintendo-Zeit, müsste es sein. Ich habe auch noch die anderen, die ich habe, ist noch ein auch aus der Zeit und 2 sind, glaube ich, N64-Zeit, aber vielleicht habe ich sogar 4. Ich habe nämlich auch noch irgendwie so ein Sonderheft zum Nintendo 64. Weiß ich aber nicht, ob es eine Club Nintendo ist. Auf jeden Fall gab es diese vier Hefte hier. Für den Zwanni. Ja, ist vielleicht ein bisschen happig, aber ich wollte es unbedingt haben. Mega cool. Club Nintendo. Ja, und dann kommen wir zu dem letzten Ding schon für heute, dem letzten Spiel. Ein Spiel habe ich noch geholt, und zwar ein Switch-Spiel habe ich mir geholt. Warum habe ich mir ein Switch-Spiel geholt? Ich hatte einen Saturn-Gutschein. Und zwar habe ich einen Saturn-Gutschein gehabt von Marco. Marco hat mir zu Weihnachten einen Saturn-Gutschein geschenkt. Und da hatte ich einen Gutschein über 25 € und ich habe mir genau für 25 € auch ein Spiel geholt. Und ja, man muss erstmal was finden in der Kategorie für 25 €. Und irgendwie hatte ich Bock auf dieses Spiel, was ich mir geholt habe. Legendary 11, ein Fußballspiel. Ja, was gibt's hierzu zu sagen? Also, jeder, der FIFA spielt, also die aktuellen FIFA-Teile, FIFA 22, 21 und was auch immer aktuell ist, jeder, der Pro Evolution Soccer spielt, wenn es das überhaupt noch gibt, weiß ich gar nicht, ob es die Serie noch gibt, die heißt, glaube ich, anders inzwischen. Jeder, der diese realistischen, aktuellen Spiele spielt, der wird hiermit nichts anfangen können, vielleicht. Weil dieses Spiel, Legendary 11, ist ein Oldschool-Spiel. Es basiert eher auf alten Fußballspielen. Also, die alten Spiele, das erinnert eher so an alte Fußballspiele, die man vielleicht noch auf dem Super Nintendo gespielt hat. Oder vielleicht noch auf dem N64. Oder eher so ältere Fußballspiele. Darauf basiert das. Und so sieht das auch aus, teilweise. Und es macht aber einfach Bock. Es macht einfach Bock. Man braucht nicht diesen ganzen Schnickschnack, den man heute hat. Es ist einfach ein simples, einfaches Fußballspiel. Und was mich bei dem Spiel ein bisschen stört, ist, es hat keinen Editor. Also man kann nicht die Namen ändern. Die Namen sind auch schon cool. Zum Beispiel, ich habe jetzt mit Deutschland viel gespielt. Bei Deutschland gibt es einen Rudi Völler. Bei Deutschland gibt es einen Franz Beckenbauer. Bei Deutschland gibt es einen Lothar Matthäus. Guido Buchwald, einen Jürgen gibt es, also Jürgen Kohler ist das, glaube ich, weil es ein Verteidiger ist. Es gibt einen Andreas in der Abwehr, einen Andreas Brehme, alle möglichen. Ne? Ich könnte jetzt noch mehr aufzählen, mache ich aber nicht. Und schade, dass man da nicht die noch richtig mit Nachnamen ändern kann. Das finde ich ein bisschen schade. Aber trotzdem ist das ein cooles Spiel. Das ist wirklich oldschool. Zum Beispiel, da sind auch so Fun-Sachen drin. Also, es ist zum Beispiel so, hier gibt es noch die UdSSR. Hier gibt es auch noch Jugoslawien und die Tschechoslowakei. Das ist wirklich ein Oldschool-Fußballspiel. Und mir gefällt es richtig cool. Das wird nicht jedermanns Sache sein. Aber ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe es jetzt auch echt schon gezockt. Und weiß ich nicht, mir macht das viel mehr Fun als so ein FIFA oder so. Gerade auf der Switch, muss ich echt sagen. Ja, Legendary 11, richtig cool. Ein Fußballspiel. Für 25 €. Ja, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinen Pickups, mit diesem Pickup-Video. Wir sehen uns dann nächste Woche beim nächsten Video. Viel Spaß beim Zocken allerseits. Schönes Wochenende. Das war's. Euer Patrick.